du hast das jetzt gerade mit diesen zweiten Empfängerantennen so erzählt. Ja. Wenn ich so hier mit dieser Antenne, genau, ich fliege ja immer so. Ja. Und es gibt ja Sender, die haben die Dinger ja irgendwie so klappbar nach vorne. Genau. Und die zeigen ja quasi in die Richtung. Das heißt mit anderen Worten, ich fliege hier quasi mit minimaler Leistung. Und ich fliege ja immer so. Du führst jetzt ja dein Modell nach. Ja, eben. Hat aber im Endeffekt den Vorteil, das haben wir ja auch früher bei 35 gehabt, wenn man ein Problem hatte. Also deswegen gab es ja auch meistens diese ominösen Kugelköpfe, dass man das irgendwie zur Seite machen konnte, dass man nicht direkt aufs Modell gezielt hat. Mhm. Aber man konnte, also das habe ich auch. Ich habe das aus Sichtgründen gemacht. Das kommt dort aus optischen Gründen. Ja, heutzutage kann man sich ja an die lange Antenne gar nicht mehr, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass man sowas hat. Ja, aber man konnte aber auch dann so machen, man hat aufs Modell gezielt und wenn dann die Störungen angefangen hatten, dann hat man sich so seitlich gestellt. Dann hat man hier plötzlich den besseren, oder man hat dann irgendwie, oft hat man dann meinen, was macht er mit seinem Sender, dann hat er versucht irgendwie eine bessere Sendeabstrahlung Richtung Modell einzunehmen und dann hat man irgendwie auf den Sender bewegt. Ja, aber wenn man jetzt heute das weiß, zum Beispiel, ich habe hier, das ist mir so mein Warzenschwein. Ja. Dann macht man die meistens seitlich, ja. Weil üblicherweise, wenn du den Sender so in der Hand hast, ist üblicherweise irgendwo hier vorne dein Modell. Mhm, über dir, aber vor dir normalerweise. Und hier haben wir ja den Donut hier in diese Richtung, also haben wir eine Abstrahlungsrichtung in die Richtung. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem anderen System. Jetzt kommen wir wieder zu Veatronic ein bisschen. Wir machen ja wieder alles anders. Hier sollst du aufs Modell zeigen. Ich weiß, du bist hier CEO. Ich weiß, dass du voll da drin bist bei Veatronic, aber wir wollen das ja parteineutral vortragen. Das Ganze. Aber das sind Flächenantennen und die haben die in diese Richtung die maximale Abstrahlcharakteristik. Ich habe hier ein Muster von unserer Patch-Antenne, also von denen. So sieht das Bauteil aus, sind hier im Sendemodul zwei Stück verbaut. Und bei denen ist es so, in diese Richtung, wo ich jetzt zeige, ist es die Sendecharakteristik am besten. Also ich habe da wie so eine Halbkugel. Also ich kann da so bewegen, wie auch immer. Auch so, ich habe also keine Richtwirkung wie jetzt bei so einer Stabantenne. Ich kann die drehen, wie ich will. Der Empfänger empfängt immer gleich gut. Erst wenn ich jetzt über die andere Hälfte nach hinten gehe, wird es etwas schwächer. Etwas schwächer? Ja. Und wenn wir vorne also 100% haben, sind es hinten 50%, oder? Ja, also beim Sender ist es sowieso, auf der anderen Seite ist der Sender und ich selber. Ja. Und ich fliege eigentlich nicht hinter mir. Genau. Wenn, dann drehe ich mich sowieso irgendwie rum. Ja. Also ich habe mal versucht, gerade am Anfang so die ersten Tests gemacht, bin ich wirklich so geflogen, da bin ich aber immer noch locker 400 Meter gekommen. Na okay. Also, bevor der Rückkanal gemeldet ist. Genau. Okay. Ja. So, und wir haben jetzt ja eine Option, auch für unsere großen Empfänger. Anstatt dieser Antenne gibt es so eine Antenne, also die gleiche Antenne wie hier, nur für den Empfang. Und da ist es so, also da ist normalerweise ist so das Kabel jetzt so dran montiert. Das ist jetzt nur ein Demo-Muster, so. Das sieht dann so aus. Mhm. Bei der ist es so, da habe ich hier vorne eine Halbkugel Empfangs. Halbkugel, eine richtige Kugel. Kugelförmig und auf der Rückseite, die Platine ist Massefläche, aber dann schlägt die Mathematik irgendwo zu. Mhm. Physikalisch kann man sich, oder vorstellbar ist es nicht. Ich habe auf der anderen Seite genau den gleichen Empfang. Also fast den gleichen, also so 80-90% Empfang. Und wenn man dann zwei quasi anschließt, dann hat man. Ja, die braucht man dann irgendwo, jetzt sage ich mal zum Beispiel irgendwo in deinem Rumpf, zum Beispiel irgendwo hinten in die Rumpfröhre rein oder vorne. Irgendwo hier hinten drin, ja. Dann habe ich im Prinzip schon fast alles abgedeckt. Ja. Und die andere mal wegen vorne irgendwo hier oder. Aber da reicht ja die Stab. Ja, dann kann ich auch zwei von denen einbauen. So und da haben wir dann auch gerade hier in der City von Berlin haben wir da Reichweiten-Tests gemacht und also den Gegenüber hat man, ich sage jetzt keine Zahl, also wir haben es von dem aufgeschütteten Berg, ich weiß. Lichterfelde im Lichterfelde da oben. Zu einem Hochhaus gemacht, also quer durch die City von Berlin. Ihr hört schon durch die City von Berlin, es waren ja so zwischen 7 und 11 Kilometer Reichweite mit Rückkanal. Mit Rückkanal? Ja. Und dazwischen tausende, aber tausende von WLANs? Jo. Ja, man sieht es ja. Also da haben wir genügend
Aber wir brauchen ja die Reichweite nicht. Sehen tun wir ja unser Modell auch 10 Meter Segler, vielleicht 2 Kilometer. Aber wir haben dann hier mehr Reserven, wenn mal die Umweltbedingungen oder ich habe es auch mal schlecht verbaut. Ja. Und ich hätte dann irgendwo mal einen Reichweiten oder eine Störung oder ja, Failsafe. Da habe ich halt mehr Reserven dann. Verstehe. Weil es kann ja auch mal, ein Modell wird bewegt, wird benutzt. Es kann ja auch mal so ein Kabel durchgeschaut sein. Kann ja mal schlechter werden mit der Zeit. Kann ja auch mal passieren. Das weiß ich. Und dann habe ich halt, dann bin ich froh, wenn ich noch mehr Reserven habe. Oder ich weiß, ich fliege 2 Kilometer weit. Und ja, was juckt mich das? Ich habe Reserven. Ich brauche keine Angst haben, ob ich jetzt dann da hinten irgendwo ein Failsafe bekomme und dann 2 Tage lang mein Modell suchen muss oder so. Okay, gehen wir mal zur nächsten Stufe. Also, man sieht ja im Markt, dass wobei jetzt, sagen wir mal so, diese Antennen, also wo wir hier verwenden und jetzt als Nachrüststation für die Empfänger haben, ist keine Erfindung von uns, das ist gang und gäbe. Zum Beispiel, ich habe jetzt unser GPS-Modul ohne Gehäuse mal, da ist der gleiche Typ von Antenne drin. Ist zwar für eine andere Frequenz, GPS hat nicht 2,4 GHz, also die gibt es also für alle möglichen Frequenzen, kann man die Bausteine kaufen. Das ist so ein gesintertes Keramiksubstrat mit Metall drin, wie es im Detail aussieht, weiß ich selber auch nicht. Aber man sieht, das sieht vom Typ her identische Technologie. Jeder Satellitenempfänger, GPS-Empfänger hat so eine Antenne. Viele Handys, Mobiles, GPS-Receiver, was weiß ich, was ich im Auto habe, die haben alle diese Typen von Antennen drin. Also es ist keine Erfindung von uns. Es ist halt nur so, wir haben es als erstes verwendet. Ja, man merkt ja, da sind jetzt auch einige jetzt mit ihren Sendern rausgekommen. Genau, Multiplex im neuen Sender haben Text. Auch diese jetzt, genau. haben gesehen, dass es bei uns sehr gut funktioniert und jetzt haben sie das quasi nachgebaut. Geklaut will ich ja nicht, aber sie haben gemerkt, es funktioniert und warum. Ja. Bring mich nicht in Verlegenheit hier, ja, okay. Aber es ist ja wirklich eine tolle Sache. Man sieht ja, dass noch einige aktuelle Sender quasi diese Schniepel da vorne raushängen haben. Und dann hat man quasi immer, wenn man zum Modell fliegt, die geminderte Leistung vorne. Ja, im Normalfall mache ich und das immer ist, irgendwie ab. Und das abknicken, ist also so wie hier, abknicken. Oder bei Futaba, die haben ja oft am Boden ihr Sendemodul, die knicken es dann so nach vorne. Unten ab, so nach vorne ab. Dass man nicht direkt mit dem Ende zum Modell zeigt, irgendwie halt eine andere Richtung. Aber sagen wir mal so, es funktioniert ja. Auch bei die anderen Systeme funktionieren ja alle sehr gut. Nur wir haben halt noch ein bisschen mehr Reserven drin. Gut.